Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen CSGO Video und heute gibt es mal wieder ein Top 5 Knife Video beziehungsweise ein sozusagen die besten in CSGO. Und ja, heute sind mal die Spectral Knives dran, ja, vor ja ganz genau einer Woche kam ja die neue Case, die neue Map und insgesamt eben dieses neue große Update raus und da wurde natürlich auch die Spectrum Case mit eingefügt, die ebenso eben neue Knives beinhaltet, die Spectral Knives. Die Spectral Knives sind sozusagen die Knives, die sozusagen bis jetzt vernachlässigt wurden bei der Chroma und der Gamma Case. Das sind zum einen mal das Bowie Knife, das Butterfly Knife, das Falchion Knife und ebenso die Shadow Daggers. Das sind vier Knives, welche sozusagen immer ausgelassen worden sind, sowohl bei den Chroma Knife Lackierungen, aber auch bei den Gamma Knife Lackierungen. Jetzt hat man sozusagen diesen Knives in einer speziellen Kiste noch einmal sozusagen die Möglichkeit gegeben, auch zu zeigen, was sie mit diesem Chroma Pattern machen können. Und genau deswegen sind jetzt auch ja, diese Knives eben mit der Chroma Lackierung, ja, jetzt im Game. Ich glaube, so kann man es jetzt am besten spontan formulieren. Und ich habe mir jetzt einfach mal die kompletten Knives mal durchgeschaut und habe jetzt mal meine persönlichen Top 5 rausgesucht. Ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr persönlich eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet. Ja, ich stimme dir mit dem Ranking zu, aber vielleicht Skin Nummer 1, 2, 3, 4, 5 gefällt mir nicht. Oder vielleicht habt ihr ein komplett anderes Ranking, ja, oder stimmt mir mit was komplett überhaupt nicht zu oder stimmt mir damit zu. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich jetzt sagen, genug geredet. Los geht's mit dem Video. Auf Platz 5 habe ich das Bowie Knife Tiger Tooth. Ja, ist ein sehr großes Knife natürlich, das Bowie Knife, aber ich persönlich finde es mit dem Tiger Tooth extrem cool und mir persönlich gefällt es einfach extrem. Ich sag vielleicht auch immer mal ein bisschen was zum Preis. Natürlich, die Case ist jetzt erst seit einer Woche heraus, deswegen sind die Preise, ich sage jetzt noch ein bisschen instabil. Das Knife gibt es so überhaupt gar nicht auf dem Markt. Ich glaube, es ist auch in der letzten Zeit noch gar nicht verkauft worden und deswegen würde ich es jetzt so vielleicht bei $400 plus einschätzen. Wahrscheinlich sogar noch mehr, aber wenn ihr euch das irgendwann kaufen wollt, ich glaube, dass es noch im Preis ziemlich droppen wird. Ich würde es vielleicht mit so einem Bowie Knife Fade vielleicht gleichsetzen vom Preis her. Aber meiner Meinung nach ein sehr cooles Knife, das auch sozusagen dieses Tiger Tooth Pattern extrem gut zum Vorschein bringt. Auf Platz 4 habe ich das Butterfly Knife Tiger Tooth und mir persönlich fällt die Zusammensetzung dieses Ranking extrem schwer. Ich hatte das Butterfly jetzt gerade noch auf Platz 2, dann habe ich es auf Platz 3 zurückgetan. Klar, jetzt komm, ich mache es jetzt auf Platz 4. Einfach nur aus dem Grund, weil, ja, ich finde es zwar cool, aber ich finde es doch nicht so cool wie die anderen Knives. Keine Ahnung, mir persönlich fällt die Zusammensetzung dieses Ranking extrem schwer. Ja, das Butterfly Knife Tiger Tooth, meiner Meinung nach ein cooles Knife. Man muss ein Fan von Butterfly Knives sein, muss ich wirklich sagen. Ich würde jetzt mal sagen, bei einem Bowie Knife kann man nicht so extrem viel falsch machen oder auch bei, ja, einem neuen oder Bayonet, aber Butterfly Knife ist schon sehr speziell, genauso wie zum Beispiel Shadow Daggers. Deswegen, wem das Butterfly Knife als Knife gefällt und auch als sozusagen das Tiger Tooth als Pattern gut gefällt, ja, wie jetzt mir zum Beispiel, da würde ich sagen, okay, ja, gönn euch das Knife, aber sonst würde ich es mir vielleicht zweimal überlegen, möglicherweise ein anderes Knife aus dem Ranking raussuchen. Ich glaube, das Knife kostet derzeit auch so um die $400. Ich kenne mich mit dem Preis noch nicht so aus und die schwanken auch täglich bis zu 100 Euro und deswegen würde ich jetzt sagen, ich lege mich da jetzt nicht fest zu $400, aber das fällt bestimmt auch noch. So, auf Platz 3 habe ich das Bowie Knife Marble Fade, ebenso ein Bowie Knife und ja, jetzt gehen wir von den Tiger Tooth Knives weg und kommen zu den Marble Fades, ja, meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Knife, so auch die Farbenkombination mit diesem roten, ja, rot-schwarz, ein bisschen auch ins Grau übergehendem Griff und dann eben hier dieses Marble Fade Pattern sieht meiner Meinung nach extrem cool aus, also ich weiß nicht ganz ehrlich, was das Knife so extrem cool macht, aber mir gefällt es extrem gut, ja. Und da kommt das Marble Fade Pattern extrem gut auch zum Vorschein. Zum Beispiel meine Butterfly Knife Marble Fade ist eben das Pattern so klein und hier bei dieser riesengroßen Klinke, da habt ihr auf jeden Fall was von dem Knife. Der Knife-Preis ist auch derzeit so bei $400, würde ich ungefähr sagen, bei CSGO Stash ist gerade der Preis, ungefähr 170 Keys eingetragen. Das geht so in 400, vielleicht 500, kommt natürlich auf das Pattern an, ja. Also es gibt ja auch ja so spezielle Kombinationen beim
Marvel Fate vom Pattern her, die dann den Preis verändern, aber insgesamt ein extrem cooles Knife. So, und auf Platz 2 habe ich die Shadow Dagger Marvel Fate und da muss ich sagen, die Shadow Daggers Marvel Fate könnte ich auch ganz ehrlich auf Platz 1 packen, aber genauso könnte ich zum Beispiel Bowie Knife Marvel Fate auf Platz 2 packen, also das ist wirklich nur minimale kleine Kritikpunkte, die meiner Meinung nach das Knife jetzt zum Beispiel auf diesem Platz festmachen, nicht zum Beispiel auf dem Platz dahinter oder auch zum Beispiel zwei Plätze davor. Also, ja, Shadow Daggers Marvel Fate gefallen mir persönlich sehr gut. Also, ich persönlich finde, dass das Marvel Fate Pattern auch hierbei extrem gut zum Knife passt. Auch, ja, kann ich mir einfach insgesamt das Ingame extrem cool vorstellen. Ich muss sagen, dass dieser extrem rote Griff, oder rot-orangene, kommt ganz drauf an, wie man das Ganze hier bewertet. Ja, eher rot-orange, vielleicht doch orange, egal. Ja, dass das hier ein bisschen störend meiner Meinung nach sogar ist. Ich persönlich habe jetzt auch nachgedacht, so durch welche Farbe könntest du das jetzt ersetzen, aber das ist extrem schwer. Also, ich persönlich finde, dass die Shadow Daggers Marvel Fate extrem cool aussehen, auch wenn mich hier diese orangene Farbe, ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich davon halten soll. Dazu muss ich das einfach wirklich in-game sehen, was ich eben derzeit nicht zur Verfügung habe. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich cool aussieht, auch wenn vielleicht diese orangene hier in der Mitte und auch hier an den Halterungen ein bisschen komisch aussieht, aber auf jeden Fall Platz 2 würdig. So, noch Platz 1 habe ich die Shadow Daggers Marvel Fate. Ja, ist jetzt vielleicht beim einen oder anderen ein Punkt, bei dem man sagen muss, Mark, was bist du eigentlich, was für ein Schimpfwort eurer Wahl? Und ja, warum packst du die Shadow Daggers Tiger Typ jetzt auf Platz 1, ja? Ich persönlich bin natürlich ein Fan vom Tiger Typ, aber ich will dieses Ranking immer so neutral wie möglich gestalten. Und ich persönlich, ich finde dieses Knife extrem cool, ja? Also, ich persönlich, ich finde das Knife geil. Die Knives, es kommt ja immer drauf an, wie man das Ganze wertet. Hier ist es auch so, dass eben hier diese goldene Farbe der Halterung und eben so dieses Zwischenteil eben extrem gut mit dem äußeren, mit den äußeren Farben, mit dem äußeren Pattern harmoniert. Und genau deswegen finde ich das Knife so extrem cool. Bei Marvel Fate, das ist auch so, meiner Meinung nach so der Kritikpunkt. So bei Marvel Fate ist das hier eben orange und ich persönlich finde, dass es zwar cool aussieht, aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob das dazu passt und da harmoniert es eben wunderbar. Und es ist auch gar nicht so teuer. Es ist, glaube ich, auch wirklich einer der, ich sage jetzt mal, billigeren Spectrum Knives hier auf diesem, in diesem Ranking. Oder vielleicht sogar das billigste, wahrscheinlich sogar das billigste. Und ich glaube, das bekommt ihr jetzt schon für 250, 300 Euro, 300 Dollar oder eben umgerechnet in Keys. Relativ wenig, meiner Meinung nach, dafür, dass auch die Case erst seit einer Woche raus ist. Und genau deswegen könnte man dabei vielleicht auch schon ein bis zwei Wochen, könnte ich auch persönlich in Anbetracht ziehen, mir diese Knives irgendwann mal zu holen, weil die sind cool und sie sind nicht so extrem verdammt nochmal teuer. Und ja, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Knife. Eben auch, das harmoniert wunderbar. Und ja, wie schon gesagt, ja, es ist eben auch sehr schwer sozusagen jetzt hier wirklich ein Ranking meiner Meinung nach zu treffen, weil alle oder sehr viele Knives sehen extrem cool aus. Zum Beispiel habe ich gar kein Doppler oder Damaskus-Steel-Knife hier eingebaut. Das ist zum einen mal der Hauptgrund ist dafür, dass ich eben, und das ist wichtig, so, wenn jetzt Leute sagen, so, ja, hier, die Rubies oder Saphir-Knives, die sind ja viel cooler. Ich wollte extra eins mit normalen Pattern machen, kein Ruby und kein Saphir und kein Black Pearl, sonst wäre wahrscheinlich die, hätten die auf jeden Fall das Ranking hier dominiert. Und ja, so Doppler persönlich finde ich nicht so cool auf den neuen Knives. Oder auch zum Beispiel Shadow Daggers. Ja, oder nicht unbedingt die Shadow Daggers, aber zum Beispiel das Falcon Knife Tiger Tooth ist zum Beispiel auch ein Knife, was extrem cool ist. Oder es gibt auch, ja, wie gesagt, Shadow Daggers Ultraviolet, wollte ich gerade vorhin sagen, weil die auch extrem cool aussehen. Aber ich habe mich für diese Knives entschieden. Ja, könnt auch gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und dann würde ich sagen, es ist beim heutigen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.